Wir sind heute Morgen zu einem Tiefgaragenbrand alarmiert worden mit entsprechender Verrauchung. Schon auf der Anfahrt hierher in die Einsatzstelle konnten wir schon eine Verrauchung schon über die Straße hinweg schon feststellen. Und als wir dann hier in die Schemmstraße eingebogen sind, war dann auch die umfassende Rauchentwicklung zu sehen und auch ein Flammen- und Feuerschein im hinteren Bereich der Tiefgarage. Also ich sage mal so, aufgrund dieser besonderen Lage und aufgrund der Besonderheit von Tiefgaragen insgesamt, die sind sehr groß, die sind räumlich sehr weit ausgedehnt. Es ist immer dort drin mit einer großen Hitze zu rechnen und natürlich aufgrund dieser Verrauchung, dass wir natürlich auch nichts richtig sehen können. Das sind die Herausforderungen. Zudem haben wir auch noch die Herausforderung, dass wir die Zugänge zu den Nachbargebäuden kontrollieren müssen, ob da nicht der Raucheintrag auch in die Nachbargebäude geht. Und wir müssen natürlich gucken, ob auch die Rauchausbreitung in die angrenzenden Wohngebäude nicht reingehen. Aufgrund, wenn die Bevölkerung neugierig ist, will ja gucken und dann stehen sie quasi mehr oder minder denn dann im Rauch. Ja, das haben wir. Wir haben das Löscherunterstützungsfahrzeug eingesetzt und wir haben auch den, unter anderem dann auch den Abräumbehälter Atemschutz, weil wir brauchen viel, viel Atemluft mit eingesetzt und natürlich auch den Messdienst. Grobe Schätzung, weil ja auch durch die Freiwillige Feuerwehr ja noch Kräfte auch noch nachgerückt sind. Wir waren mit zwei Löschzügen von der Berufsfeuerwehr initial da und mit einem Löschzug von der Freiwilligen Feuerwehr, sowie auch vorab dann schon mit dem Messdienst, der dazu alarmiert ist, mit den umfangreichen Sonder- und Sonderfahrzeugen, mit den entsprechenden Besatzungen, die ja auch in Hand der dynamischen Lage immer mit dazugekommen sind. Es gab keine Betroffenen.